viel Schecks und wie viel LLTs sind schon gut geschrieben in Numbers? Wie viel? In total. Total. Since we began. Ja. Sagen wir, das symbolisiert die gesamte Anzahl der Bücher bzw. Schecks und LLTs, die ausgegeben wurden. Vielleicht so ungefähr 150.000 Schecks und LLTs. Könnten auch mehr sein. Von der gesamten Menge an Büchern, die rausgegangen sind, wobei früher ja die Bücher 50 Schecks bzw. LLTs beinhalteten, jetzt sind es noch 25 LLTs, und von denen wir eine Bestätigung erhalten haben, sagen wir, wo nach 4 Monaten das Konto noch immer in Ordnung war, is still okay. I'd say it's probably around liegt ungefähr bei geschätzten 2-5%. Maybe just under. Yeah? Der Betrag, der auf Papier geklärt wurde, on paper cleared is over what was it? Over about liegt bei über 35 Millionen in Währung, die mit den Schecks rausgegangen sind. Aber jetzt müsste das mehr sein. Ist das die Menge der Geld? Weil das die Zahlen vom letzten November sind, als ich es das letzte Mal geprüft habe. Jetzt müsste der Betrag der von uns geklärten Schecks und LLTs ungefähr bei 75 Millionen Währungseinheiten liegen, basierend auf den Promissory Notes, die wir erhalten haben und die jetzt bei einem Zugangswert von ca. 1 Milliarde liegen. Das Problem ist, dass wir in manchen Bereichen blind sind, weil wir die Letzten sind, die es erfahren, ob da draußen noch alles in Ordnung ist in Bezug auf diese geklärten Summen. Denn die Leute schreiben ihre Schecks und LLTs, wir haben sie dann geklärt. Und weil Schecks eben nicht so gern genommen wurden, da sie platzen könnten, sind sie deswegen eventuell nicht abgerechnet worden. Zum Verständnis vielleicht, Karin, kannst du das einmal kurz übersetzen. Diese 35 Millionen, die es da im November waren, das sind quasi die Millionen, die beantragt wurden durch die Scheckeigner im System, damit sie ihren Code kriegen, den sie dann draufschreiben, richtig? No, sorry, it's probably more that now. Das 57 ist 35 Millionen. Okay, aber das ist die Summe, die die WeBank-Mitglieder beantragt haben als LLT. Yeah, und noch nicht die Summe, die tatsächlich dann an Banken transferiert wurde. Ist das schon verglichen? No, that's the notional amount that we show on the ledger of what people have entered. Also das ist das, was ich sage. Das System ist ja. Genau. Das Okay, was Jung aber wissen will ist, wie viel Geld wurde tatsächlich an die Banken transferiert? Really? Per Everyone there. Okay, here's the point. Yeah. Aber Sie sind meistens die Letzten, die es erfahren, wie es nach ein paar Monaten aussieht, ob das wirklich die Bank bezahlt hat. Ob das auch wirklich bezahlt ist oder alles geplatzt. We transfer it. What they do with it, we do not care. Okay, was sie damit machen. Habe ich verstanden. Wie viel sind denn, also wie viel wisst ihr, hat die Bank dann bezahlt? Wie viel sind das? Von diesen 75 Millionen, die überall beantragt wurden, wie viel haben Banken bezahlt? Nun, das können wir nicht sagen. Weil wir können es nur daraus entnehmen, wenn die Menschen uns schreiben, dass es erfolgreich war. Oder wir lesen es im Skype-Chat oder hören es bei den Konferenztelefonaten.
Das sind die Gegebenheiten, wo wir es mitbekommen. On the conference call. Er kann das gar nicht sagen. Or things like this. Das ist mir klar. Ja, aber die, was? Und wie viel wisst ihr da? How many? How you know? Can you get any feedback? In amount? Mm-hmm. Yeah, that's so difficult. It's almost impossible. Das ist für uns nahezu unmöglich zu sagen, weil sie erzählen uns, dass ihr LLT geklärt wurde und alles noch in Ordnung ist. Aber sie erzählen uns gewöhnlich nicht, dass es sich um Summen wie 4.600 Euro oder 12.000 Euro gehandelt hat. Das ist ein sehr grauer Bereich, weil sie uns meistens nicht darüber informieren. Oder in Meetings, you know, when she said, yeah, it cleared and the way how they did it, remember? Yeah. Zum Beispiel gab es jemanden in Kanada, Chris Ainsworth, der auf dem kanadischen Chat ist. Er hat 4 Monate gekämpft, bis er das Geld hatte. 4 Monate hat er gekämpft darum, ja. In Kanada. Zweimal wurde ein Scheck zu uns geschickt. Und beim letzten Mal rief die Toronto Dominion Bank an, um ihm mitzuteilen, dass das Geld auf dem Konto sei. Er hatte die Schulden der Kreditkarte damit gezahlt. Und nun hatte er wieder Zugang zu einem Betrag von über 900 kanadische Dollar. Sie sagten ihm, er könnte zu jeder Filiale gehen und sich das Geld holen. Und das tat er am nächsten Tag und hob die 900 kanadischen Dollar ab. Er machte ein Video davon, was auf YouTube zu finden ist. Also bei der Via Bank die Rückläufe, die nominal wirklich oder in Zahlen dargestellten Rückläufe bei der Via Bank einfach nicht vorliegen und dadurch haben wir noch nicht eine erfolgreiche Summe. Aber yeah, just, just a point. It's like a guerrilla war. It's like the sorry, a guerrilla non peace. A which? Non-peace. Yeah. Sorry, a non-peace. Yeah, a non-freedom fight. A non-freedom fight. Really? It's very difficult to know what's going on. And so, the clue and the key here. Der Schlüssel hier ist, dass mehr LLTs rausgehen müssen und nicht weniger. Viele Leute nehmen oftmals eine negative Betrachtungsweise ein. Der Schlüssel ist, dass so viel wie möglich rausgehen. Sie versuchen es, und wenn es nicht erfolgreich läuft, machen sie gleich zu. Aber es braucht mehr, weil je mehr dieser Pfeile in Form von LLTs rausgehen, desto besser wird es für alle sein. Weil die Banker sie dann bearbeiten und sich damit auseinandersetzen müssen. Es ist nicht leicht, weil wir haben es hier mit einem 2000 Jahre alten System zu tun.